Hallo und ein juhuliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Rant Simulator. Es begrüßt euch Milena. Hallo. Und Jamie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, so ist es. Wir haben Tag 65, es ist 15 Uhr und deswegen beeilen wir uns jetzt. Jamie ist jetzt schon unterwegs in seine Küche und wir werden jetzt erstmal das Fleisch einsammeln. Die Wurst meine ich. Los, wer schneller da ist. Das geht aber nicht, wenn ich eh schon hinten bin. Na, doch. Opa? Das ist Ausgleich, weil ich gleich eh gegen den Baum fahren werde. Okay. Irgendwo. Oder gegen ein Auto. Oder gegen einen Funkmast. Oh geil, ich habe die Kurve gut genommen. Oh, hier ist wild. Viel wild. Viel wild. Erster! Nein. Das ist alles eine Lüge. Alles nur eine Illusion. Ah, alles klar, vielen Dank. Ach nee, warte mal, die fertigen Sachen kommen hier auf diese Seite. Ach, das ist auch dein Auto? Oh, Weine, Frikadelle und Käse Blauschimmel. Oh, geil. Multiplikator mal 2. Okay, sehr schön. Hast du alle deine Sachen drauf? Ja, ist alles drauf. Hallo, bitte nachladen, Lady. Meine Güte, was die immer hat hier für Nachladehemmung. Oh. Ich werde mal das Wild erledigen, was hier einfach so die ganze Zeit rumsteht. Mach das. Mach ich. Oh, Schweinefrikadelle. Alter, hallo? Was ist mit dir? Ich kann einfach nicht mal kurz warten, bis ich das... Hallo, darf ich das noch abholen hier? Was ist denn mit dir kaputt? Ja, bitte sehr. Fahren die hier einfach über mein Fleisch drüber? Das wird doch mal verarbeitet. Das ist so bescheuert, das hast du gerade nicht gesehen, ne? Aber der Hirsch ist einfach noch ein Hindernis, wenn er lebt. Aber sobald er erschossen wird, ist er das nicht mehr. Dann sind die einfach über den drüber gefahren. Frechheit. Okay, aber jetzt sind sie alle weg, das sammle ich dann mal eben ein. Wir haben wie viel haben wir jetzt? Geld. Wir haben Geld. Ja, 6.940. Okay, weißt du was? Wir fahren dann mal eben in den Laden. Schaffen wir das jetzt noch? Ja, klar. Wir wollten uns zwar um unsere Tiere kümmern, aber die werden jetzt von dem einen Tag nicht sterben. Wobei, wer weiß, wie lange wir uns darum nicht gekümmert haben. Ich habe auch keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall noch mehr Wild. In welchen Laden müssen wir, sag mal, schnell? Wofür? Was wollen wir denn? Damit wir uns mal eben ausrechnen können, was die ganzen landwirtschaftlichen Geräte uns kosten würden. Die Geräte, die kriegen wir hier im Autoladen. Achso, ja, dann let's go. Wenn ich jetzt auch noch mein Auto ankriegen würde, das wäre wunderprächtig. Das sind ja an sich erstmal nur 2 Geräte. Nur die ganzen Aufsätze, die kriegen wir, glaube ich, woanders. Ja, das müssen wir mal eben zusammenrechnen. Okay, warte, ich mache Taschenrechner-App auf meinem Handy. Ja, bitte. Wir haben... Wo ist das denn der Rechner? Da. Ich mach mal Licht. Also. Ich denke, erstmal wird ein Trecker reichen. Ja. Das sind 1200. Okay. Dann eine Erntemaschine sind 2000. Ja, die kostet, glaube ich, auch das meiste. Ja, alle anderen Aufsätze und so kriegen wir, glaube ich, im Baumarkt. Okay, dann fahren wir da jetzt erstmal hin, denn ich würde das tatsächlich nicht kaufen, ehe wir nicht wissen. Oh, wunderschönes Wetter. Danke. Ehe wir nicht wissen. Okay, Wettrennen, los! Ja. Ich muss jetzt nochmal die Karre wieder starten. Aber Wettrennen hinten auf dem Parkplatz drauf. Okay. Habe ich ja eh schon abgekackt hier. Bitte. Oh, hier ist nochmal wild. Ich muss leider anhalten für ein bisschen Fleisch. Okay, dann bin ich als erstes da. Bist du sowieso gewesen? Ja, das weiß man nicht. Es sei denn, du hättest da noch 12 Bäume mitgenommen. Wäre wahrscheinlich gewesen. Aber du kannst mal jetzt weitermachen mit der Auflistung. Dann parke ich nämlich mein Auto hier vorne. Oh, und da ist ein Bär. Wir haben... Wo sind die Sachen? Okay, falscher Laden. Oh, schön.
Hallo. Die ist doch super. Oh, jetzt habe ich den Bär so weit da hinten erledigt. Doch, ist doch alles richtig. Also, wir müssen uns erstmal kurz überlegen. Wollen wir Weizen, Mais oder Sonnenblumen pflanzen? Ich würde sagen, wir probieren... oder wollen wir direkt alles ausprobieren? Weil wir haben ja direkt 3 Felder. Ja, ist halt die Frage, wie lange das alles wirklich dauert. Ich würde sagen, wir entscheiden das einfach, wie viel das... Also wir entscheiden... Wir lassen das Geld entscheiden. Okay, also erstmal, was wir safe auf jeden Fall brauchen werden, ist ein Gruber für 400. Mhm. Ein Ernteanhänger für 400. Eine Sämaschine für 400. Und den Düngemittelanhänger für 600. Ja, damit wären sind wir bei 5000. Genau, okay, das ist... Für jede Feldfrucht, die wir anpflanzen können, brauchen wir einen anderen Ernteaufsatz. Jeder Aufsatz würde 200 kosten. Okay, also müssen wir uns doch entscheiden. Und die Samen sind auch unterschiedlich teuer. Ja, dann sag mal, was gibt es überhaupt? Weizen, Mais und Sonnenblumen. Weizen, Mais und Sonnenblumen. Weiterverarbeiten kann man ja jetzt am Anfang eigentlich erstmal gar nichts, glaube ich, oder? Also die Samen kosten, Weizensamen kosten 100, Maissamen 150 und Sonnenblumensamen 200. Dann würde ich aber sagen, dass hundertprozentig oder fast hundertprozentig die Sonnenblumen auch uns am meisten einbringen. Das denke ich auch, ja. Also lass uns doch erstmal Sonnenblumen pflanzen. Okay, das heißt plus 200 für die Sonnenblumensamen und plus 200 für die Sonnenblumenernteaufsatz. Damit sind wir insgesamt bei 5400. Ich suche immer noch die Taste. Also, das Hauptmenü. Ach so. Ich habe sie gefunden, es ist Escape. Sag nochmal, sorry, ich hab's verpeilt. 4500. Okay, also ist ja wirklich alles drin. Deswegen kaufen wir das jetzt alles. Ich denke, es wird eh eine Weile dauern, bis wir das alles abholen, weil diverse Sachen müssen wir ja eventuell hier mit einem Anhänger abholen. Mit einem Auto, meine ich. Ja, wir können, glaube ich, erstmal. Haben wir schon einen Anhänger? Also einen Autoanhänger? Weißt du das? Nein, einen Autoanhänger haben wir noch nicht. Der ist ja so klobig und häslich. Ja. Und teuer, deswegen können wir den nicht dazu kaufen. Aber dann würde ich sagen, man kann ab 20 Uhr schlafen gehen, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal zurück, gehen schlafen, holen uns dann die Geräte, die wir brauchen. Guter Plan. Dann holen wir mit den Geräten hier alles ab. Guter Plan. Okay. Das machen wir dann jetzt eben. Und wir sehen uns dann direkt am nächsten Morgen hier wieder, damit wir das wirklich auch in dieser Folge dann mit zumindest ein Feld bewirten auch schon mal schaffen. Ja. Also bis gleich. Bis gleich. So, guten Morgen. Wir haben gerade spontan entschieden, dass wir zu Fuß zum Autoladen laufen. Und das dort... Ja? Das Problem ist nur, wir müssen mit dem Trecker mehrmals fahren, weil wir 4 oder 5 Aufsätze für den haben. Okay, das ist nervig. Ich hoffe, das ist nicht so eine kleine Schildkröte. Da ja. Lamme Schnecke. Hallo, Bambi. Genau, das ist auf jeden Fall unser Plan. Wir wollten das jetzt alles ein bisschen schneller gestalten. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber mal gucken. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt nicht 5 Trecker holen, sondern wir werden das ein bisschen kurz und knapp zusammenschneiden. Aber jetzt erstmal zusammen alles einkaufen auf jeden Fall. Ich hoffe, die haben schon geöffnet. So früh am Morgen. Ja, haben sie. 8.37 Uhr. Soll ich die Sachen direkt kaufen? Ja, bitte, ich bleib hier stehen, dann sehe ich direkt, wie die hier spornen. Bumm. Oh, Trecker. Oh, ist das süß. Und. Bumm. Und die Erntemaschine. Oh, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich fahren möchte. Ich muss erstmal ein Foto machen. Moment. Nee, warte mal. Das ist gegen die Sonne. Ich muss so ein Foto machen. Kurz Fotoshooting, Leute. Das ist süß. Ja, ne? Warte kurz, Maschine. Du kannst auch stehen bleiben. Ich habe nämlich übrigens im Hauptmenü den Button gefunden, wo man deinen Namen ausblenden kann, endlich. Oh, nice. Aber ich glaube, ich will den fahren. Okay, dann fahre ich den Trecker. Warte bitte ganz kurz. Wenn du einsteigst, kriegst du vielleicht eine Beschreibung. Nicht wegklicken, wenn es geht. Nee. Okay, ich habe aber eine. Und zwar Erntemaschine. Kaufe die entsprechenden Vorsätze für die Ernteausrüstung im Baumarkt, um bestimmte Feldfrüchte zu ernten. Entlade die Feldfrüchte in den Getreideanhänger, um sie zu verkaufen.
oder einen Getreidespeicher mit Futter für die Nutztiere zu füllen. Mit Weizen können wir vielleicht unser Weizenlager auffüllen. Hey, ich verstehe. Also vielleicht, aber weiß ich nicht. Ich denke mit allem, weil Schwein frisst sowieso alles. Ja, und das ich denke mal, für die werden das dann nicht trennen, dass die Kühe das nicht tun. Also ich kann 20 km/h fahren, wenn ich das richtig sehe. Okay, wow, ich kann 10 fahren. Echt? Ich würde sagen, Wettrennen fahren wir mit den Dingern dann jetzt nicht. Stopp mal ganz kurz, Jamie. Weißt du, was ich doch. Ja, warte. Ich bleib doch stehen, sag. Ich glaube, ich komme mit dem Fitzelchen Benzin nicht mal zum Laden. Deswegen müssen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen umplanen. Weil ich habe nämlich einen Tropfen Benzin. Tatsächlich nur. Ja, ich nur. Auch. Ich glaube, wir müssen dann doch nochmal zurücklaufen. Das machen wir jetzt aber eben dann mal kurz und knapp. Holen ein Auto, alle Benzinkanister, tanken die erstmal voll und kommen dann wieder zurück. Okay. Bitte volltanken. Wo denn? Da. Und Jamie, der muss das dann einfach bei Gelegenheit machen. Die Kanister bleiben bei dem auf dem Auto. Ich glaube, wir haben beide keinen vollen Tank, aber es reicht auf jeden Fall. Okay. Aber ich habe ungefähr Hälfte vom Tank, das passt. Ja. Wir haben auf jeden Fall gerade beschlossen, wir erinnern uns dann nämlich noch an so eine Quest auf dem Bauernhof. Habe ich den Motor angemacht? Nee. Dass wir von der Tankstelle so einen Benzinkanister für den abholen müssen. Und außerdem haben die noch andere Quests, glaube ich. Dass wir das ja dann auch auf jeden Fall in irgendeiner kommenden Folge mal machen. Denn ich glaube, so ein Benzinkanister auf unserem Grundstück ist gar nicht so verkehrt. Okay, Leute, wir sehen uns dann dort. Eine Ewigkeit später. So, welches ist für mich, bitte? Das grüne Teil hier. Oh, da komme ich jetzt aber schlecht nur hin. Das stimmt. Du müsstest jetzt erstmal ein bisschen was zur Seite karren. Ja, mache ich. Ich kümmere mich drum. Oh Gott, du musst auf jeden Fall mit dem Trecker ein paar Mal hin und her fahren. Ja. In die Sämaschine habe ich auf jeden Fall schon die Sonnenblumen reingetan jetzt. Damit wir die nicht so mitschleppen. Ja, aber wir müssen noch ein paar Sonnenblumensamen kaufen, weil du hast gerade mal 10 von 30 da drinne. Ja, ja. Aber das war jetzt nur ein Paket, also. Ach so, okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du diese Kupplung aber auch an das normale Auto hängen kannst. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass das so ein Dreipunktaufsatz ist. Mhm. Aber das ist es gar nicht. Ja. Und das hier ist der Anhänger, wo wir dann alles... Davon brauchen wir wahrscheinlich nämlich auch mehr von den Anhängern, wenn das die sind, wo drinnen wir dann auch den Kram verkaufen können. Ja. Hoppa. Sehr schön. Geil, ich freue mich. Oh, ich will immer noch Tab drücken, um zu gucken, welcher Tag ist. Aber da oben steht es ja, Tag 66, 11.38 Uhr. Wir können dann gleich nochmal beim Best Burger Laden vorbeigucken, ob wir noch ein bisschen was verkaufen können. Ja. So, ich glaube, ich nehme auch zuerst den Gruber mit, weil wir den wahrscheinlich als erstes brauchen werden. Ja, denke ich auch. Ausbilanz 1540 und 02, das ist okay, aber wenn wir halt jetzt heute noch was verkaufen könnten, das wäre schon nice. Warte mal. So. Okay, ich hole den Aufsatz. Oh Gott, ich habe so das Gefühl, ich werde hier schlecht rankommen. Bitte wenden. Piep, 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 piep. Bitte wenden. Oh Gott. Okay, ich versuche mal C anhängen. Geht noch nicht. Ah, jetzt. Zum Aktivieren des Anbaugerätes. Bitte linke Maustaste drücken. Nee, brauchen wir noch nicht. Okay, ihr Lieben, wir schleichen dann jetzt mal zu unserem Feld. Jamie vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht so genau. Also ja, bis gleich. Okay, Leute, wir haben schon mal unsere ersten Schwierigkeiten. Und zwar, wie zum Teufel soll man hier von dem Parkplatz runterkommen? Ist das noch niemandem aufgefallen, dass das einfach unmöglich ist? Also, ich habe zur Auswahl. Zum Aktivieren des Anbaugerätes linke Maustaste. Dann fährt ihr den aber runter. Zum Ausrichten des Rohrs passiert das hier. Und sonst nur die Standardsachen, wenn man halt mit dem Auto fährt. Ich kann halt nicht lenken, während du das machst. Nee. Das ist halt blöd.
Wir müssen das irgendwie anders. Ich versuche den mal zu schieben. Ja. Zumindest auf die Straße. Hä? Ich hab's einfach aufgenommen. Okay, geschafft, Leute. Meine Güte, das wird ja hier noch eine kleine Herausforderung. Die hätten dafür wie beim Landwirtschaftssimulator so eine Taste machen können, dass du das einfach mit der Hand dann hochheben kannst oder so. Kleine Aufsätze. Okay, so jetzt sehen wir uns aber safe bei der Ranch wieder. Zwei Stunden später. So, okay, also, wir haben eine kurze Pause gehabt zwischen der letzten Aufnahme, die aber auch noch in dieses Video kommt. Wir haben in der letzten Aufnahme die Geräte da hinten hingefahren und haben jetzt festgestellt, dass man die Aufsätze gar nicht mit dem Auto holen kann. Also macht Jamie das jetzt eben noch mit dem Trecker und ich versorge in der Zeit mal den Hof. Oh mein Gott, hier herrscht ein absolutes Schweinechaos und ich komme einfach nicht mehr hinterher. Habe ich jetzt gerade gesehen, die klettern tatsächlich, weil das jetzt so viele sind, klettern die übereinander. Deswegen läuft hier jetzt auch eins frei auf dem Bauernhof herum. Ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen aufzuräumen, also ein bisschen Ordnung zu machen. Aber wir brauchen irgendwie Kühlboxen. Ich glaube, ich fahre mal eben ganz kurz, während du den ganzen Stuff noch holst. Ich habe jetzt soweit alles erledigt, bis auf das hier halt. Aber die, wie du es schon mal gesagt hast, die kacken mittlerweile schneller, als dass ich das hier weggemacht bekomme. Aber wir müssen das Fleisch hier rauskriegen irgendwie. Hallo, ich würde hier gerne rauskommen, gehen, treten. Lass ich da durch? Nö. Voll. Schnell zumachen. Ich würde gerne noch ein paar Kühlboxen holen, beziehungsweise wir machen das jetzt so. Wir haben ja noch ganz viel Schweinefleisch. Das steht zwar gerade nicht auf der Liste, aber ich fahre jetzt trotzdem in Best Burger Laden und verkaufe das einfach mal. Damit ich einfach ein paar freie Kühlboxen habe. So, da bin ich. Mal gucken, hier ist nämlich unendlich viel Schweinefleisch und eigentlich habe ich auf dem Hof auch wieder unendlich viel Schweinefleisch. Muss ich nur mal gucken, hoppala, ob das hier auch lädt, denn manchmal lädt er nämlich die Kühlboxen nicht, wenn man die ewig und 3 Tage hier stehen lässt. Nee, macht er nämlich auch nicht. Dann muss man... Komisch, bei mir hat er das. Ja, dann muss man das einmal hochnehmen und wieder hinstellen. Das ist ein bisschen nervig, aber eigentlich auch nicht so wild. So, das mache ich mal eben. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was mitgebracht. Das packe ich auf jeden Fall auch noch aus. So, jetzt ist das Schweinefleisch drauf. Wir verkaufen das jetzt nämlich einfach. Schweinefleisch. Egal, Multiplikator hin oder her. Das ist jetzt verkauft. Dann habe ich jetzt nämlich 5 oder 6 freie Kühlboxen. Und dann meinte Jamie, ich soll noch mal ein bisschen Flüssigdünger holen. Das mache ich dann auch noch. Und dann können wir hoffentlich bald anfangen. Und ein paar Sonnenblumensamen kannst du auch noch mitbringen. Okidoki. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Feldsee-Feeling. So, da wäre ich. Dann jetzt eine Runde shoppen. Geld dürfte ja jetzt genug wieder da sein. Obwohl wir jetzt völlig umsonst diesen bescheuerten Autoanhänger gekauft haben, der komplett buggy ist. So, Landwirtschaft bitte. Also, wir hätten gerne ein paar Sonnenblumensamen. Oh, die kosten 200. Also, wie viele Säcke? 2. Und Dünger. So, ab in den Warenkorb. Kaufen. Ready. Okay, und dann kann es hoffentlich gleich losgehen. Ich denke mal, Jamie wird dann auch soweit sein. Wir sehen uns dann gleich bei unseren Feldern.
Los geht's. Es geht ja voll schnell. Oh ja, stimmt. Voll Turbogang reingelegt. Der Trecker fährt gefühlt schneller, wenn der über unten ist, als normal. Ja, Demi kann ja jetzt nochmal sagen, welche Tastenkombi er benutzt, also während er das einmal macht. Einmal nur Linksklick. Man muss einmal Linksklick drücken, dann ist der Gruber unten und mehr muss man nicht machen. Okay. Auch bei den anderen Aufsätzen nicht. Dann kommt jetzt der Vorspulmodus. So, gegrubert wäre das Feld jetzt erstmal, dann geht es jetzt weiter dem Sehen, glaube ich, ne? Ja, genau. Dafür muss das Zeug jetzt erstmal wohin genau gefüllt werden? Ah, da. Jo. In die Seemaschine. Hier oben sieht man dann die Anzeige. So 30 von 30. Genau. Ich stelle mich mal wieder... Ich bin gespannt, für wie viel das reicht. Ja, ich bin auch gespannt. Wahrscheinlich müssen wir noch 5-mal hin und her fahren. Und Jamie sagt dann nochmal, während er die erste Bahn fährt, was eventuell zu beachten ist, falls irgendwas zu beachten ist. Also diesmal ist hier keine Steuerungsangabe, aber mit Linksklick passiert schon mal was. Und ja, man muss tatsächlich wieder nur Linksklick drücken. Okay, also einfach nur einmal klicken. Allerdings ist es hier so, dass man erstens verlangsamt wird durch die aktive Maschine. Ah, schön. Und andererseits... Stopp. Steht die Steuerung nicht da. Warte bitte ganz kurz. Du hast jetzt noch 27,4 von 30 Einheiten nach einer Bahn. Ja, ich habe auch unten so eine Anzeige wie die Tankanzeige dafür. Okay, dann jetzt wieder schnell Durchlauf. Okay, also die Saat ist ausgebracht oder wie sagt man? Ja, das Feld ist bestellt. Das Feld ist bestellt, wir hauen uns jetzt aufs Ohr und morgen mit dem ersten Krähen des Hahnes oder whatever sehen wir uns dann wieder hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Okay, das ganze Feld hat schon so kleine Sprösslinge. Das ist ja mega. Man bekommt keine Anzeige. Und jetzt wird aber erstmal gedüngt. Das passiert auch wieder mit einem eigenen Aufsatz. Also ein zweiter Trecker ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ich denke mal, wir sind ja eigentlich gar nicht so pleite. Oh Gott, ich drücke immer die falsche Taste. Wir können uns demnächst schon einen zweiten Trecker zulegen, denn ich mache das nur beim ersten Mal so, dass ich Jamie so zugucke und dass wir das so schneiden, wie ich das halt schneide. Ich denke, zukünftig werden wir das so machen, dass jeder von uns einfach einen Trecker hat. Oh, davon brauchen wir dann aber so einiges mehr, glaube ich. Wir schauen mal, vielleicht wird es weniger verbraucht. Und weißt du, was wir, glaube ich, dann auch machen müssen? Wir werden uns dann noch ein Fahrzeug zulegen, welches auch immer das dann sein wird. Was nur hier für die Landwirtschaft mit dem ganzen Düngerzeug und so beladen wird. Okay, ich begebe mich wieder an meinen Platz und dann geht es los. Jamie kann ja nochmal sagen, welche Taste und dies und das. Es ist tatsächlich wieder nur Linksklick zum Aufklappen von diesen Armen, wo der Dünger dann rauskommt. Ja. Und man muss nicht noch irgendwie extra anschalten, dass man düngt. Das passiert okay, automatisch. Ich finde es auch schön, dass jedes Mal... Ja, sehr cool. Ich finde es auch schön, dass jedes Mal sich die Farbe ändert von den Beeten. Ja, dass man schön sieht, wo man schon gemacht hat und wo nicht. Genau. Das ist echt nice. So, leider ist mein Tank jetzt leer. Das ist problematisch. Ja, das bedeutet, da muss jetzt noch ein bisschen Nachschub geholt werden. Und ich denke mal, das machen wir aber eben mit Jamies Auto. Ne, ich fahre direkt mit dem Trecker. Ach so, ja, so kann man das natürlich auch machen. Dann geht es hier gleich weiter, wenn Jamie wieder da ist. Ich werde jetzt eben noch den Rest zu Ende machen. Achso, Motor starten wäre ganz geil. Und dann klappe ich das ja hier irgendwie noch auf, ne? Wie geht das? Einfach Linksklick. Linksklick aufklappen. Mehr musst du nicht machen. Okay, und dann werde ich jetzt hier den Rest zu Ende düngen. Dünge ich? Ja, ich dünge. Sehr schön.
Wir werden uns dann aber jetzt hier schon mal von euch verabschieden. Und hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit Ö. Tschüss.